Hallo meine Freunde auf Maverick TV, und zwar ein neues Unboxing steht an. Diesmal wieder von draußen und mal ein Video, wo ihr mich auch sehen könnt. Und zwar geht es heute um eine Eisteedose. Hier haben wir schon das gute Stück, und zwar Mini Didi Eistee Suguk Chai Peach Flavored Kaikul. Selbstverständlich wurde es erworben in unserer geheimen Lagerhalle. Wir haben 6 Paletten davon geholt. Eine Dose kostet umgerechnet zwischen 8 und 9 Cent. Lass mal drauf jetzt. Ja, die Unboxings von Maverick sind natürlich sehr humorvoll. Da muss sogar der Kameramann schmunzeln. Und ja, das Dosendesign ist für diesen Preis auf jeden Fall, ändert sich das jetzt nicht viel von Cola oder Fanta oder Sprite aus Amerika. Und der Inhalt ist 250 Milliliter. Und dann schauen wir mal, wie es geschmacklich auch draußen aussieht bei Mini Didi. Oh, geht ziemlich gut von der Hand. Ein sehr flüssiger Geschmack. Ich muss sagen, nicht so intensiv. Also kann natürlich sein, dass es deswegen so günstig ist, weil man merkt mehr Wasserinhalt. Man kann den Geschmack damit vergleichen, als würdet ihr diesen Granulat-Eistee von Aldi in einen Wasserbehälter reinmachen und ein paar Löffel zu wenig reinhauen. Dass es mehr nach Wasser schmeckt als nach Eistee. Aber man muss sagen, was willst du für 8 Cent haben? Da hauen wir natürlich auf der Street günstig rein. Und wer eine Palette will, wie gesagt, 35 Euro für euch plus Versand. 24 Stück sind drinnen, nicht wahr? Oder 18? 24. 24 Stück, also für euch 30 und Versand, weil Risiko ist dabei. Wenn man dort in unserer Lagerhalle auftaucht, muss man auch eine größere Menge nehmen. Und ich werde jetzt nicht wegen ein paar Dosen hier Faxen bauen. Mini Didi Eistee Sucuk Chai, der Super Chai aus der Türkei. Salam alaikum, peace out. Maverick TV. Abonnieren.